Den Kohl wieder mal wegbringen. Da kommt noch einer raus. Na, Scheibenkleister. Mann! Das darf ja nicht wahr sein. Ey, wie viele Versuche brauche ich da jetzt wieder? 20 oder wie? Das gibt's ja nicht. Das sind zwei Level unter mir. Weiß ich von der ganzen Geschichte wieder anhören von ihm. Das ist das Allernervigste bei den Sachen, ja. Dass ich mehr Versuche brauche, das stört mich noch gar nicht. Aber diese permanente gezwungen sein, dass ich mir irgendeine Laberei anhöre. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Der Schild ist auch schon wieder weg. Wo sind die Typen hin? Nicht so, nicht so, nicht so! Nicht so! Geh weg! Geh, lauf halt wohin! Du Idiot! Ich muss weg! Ich hab keine Heilung mehr! Na! Verdammter Mist! Ah, Mann! 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 Himmi, Schimmi! Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn für Equipment mitnehmen? Ich weiß nicht, was das Gescheit ist. Das Schild kannst du vergessen, das ist gleich hin. So, halt, das brauche ich nicht. So, Heilung brauche ich irgendwas Schnelles da. Das ist, das muss irgendwie schneller gehen. Was haben wir da? Überdosis. Was schießt jetzt auf mich? Was ist denn? Nein, 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 nein! Ah, Mann, 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 Mann! So, das wird eine Folge über eine Stunde nur für eine Mission. Danke, wir gratulieren! Wieso in aller Welt tue ich mir das an? Wieso? Weil ich kann! Das hören wir uns den ganzen Krempel nur mal an. Muss ich schauen, vielleicht gibt es eine taktisch gescheitere Position da, das ist ja die Frage. Vielleicht stehe ich da einfach sautepp, aber ich muss den Heini da beschützen. Ja? Das heißt, ich kann diese Wände da verstärken, weil das ist eine coole Funktion eigentlich. Die finde ich echt nicht schlecht. Weil wir schauen mal nach, was den nämlich noch zusätzlich macht. Die macht, was habe ich für ein Mod dabei? War kein Mod, okay.
Wenn ich befestige, du hast weniger Schaden. Den Mozart jetzt hat. So, jetzt komm her. Die richtigen Granaten einbocken, gleich mal. Den brutzeln wir gleich mit dem Strom. Komm. Tür auf und. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Aber das machen wir jetzt drüben bei dem. Beim Goldi. Wie sieht es aus, wenn ich da drauf schieße? Naja, hat ein bisschen erwischt. Jawohl, hat ein bisschen erwischt. So, du hast jetzt nicht mehr viel. Es hat ein Ende in Sicht. Ich komme ganz gut voran, aber wenn Sie verhindern könnten, dass ich erschossen werde, fände ich das echt super von Ihnen. Schau, Schadensresistenz, Schadensbonus. Das ist schon wieder kaputt, das gibt's mal. Hört das nichts aus? Wo ist denn der Heini? Wo ist der Heini wirklich? Wo bist du? Oh, da kommt er. Huch! Bin ich wieder tot. Jetzt bin ich wieder tot. Jetzt bin ich wieder tot. Es ist zum Würgen. Liebe Freunde, es ist zum Würgen. Das gibt's ja wohl nicht. Mann! Was kann ich machen? Was kann ich machen? Überlegen, überlegen. Was kann ich machen? Sie verstärken. Ja. Dip, 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 dip. Déjà-vu, déjà-vu, déjà-vu. So, die Ausrüstung müsste passen, oder? Jawohl. Es gibt aber keine andere Position da, oder? Das ist der einzige Platz, wo man eigentlich ordentlich aufhalten kann und alle Seiten abdecken kann. Ist nicht da. Nutzt nichts. Was ist mit der Heini da unten jetzt? Hallo? Ja, zumindest redet er aber schon nichts mehr mit mir, das ist super. Jetzt machen wir gleich den und den anderen Schuss nach den anderen. Aber den nehmen wir uns auf, wir machen gleich. Der kommt jetzt einmal, okay.
Oh Mann. Ich muss ja rauskommen. Letzten zwei. Boah, scheiße. Energie so gut wie nicht mehr vorhanden. So. Wir schwinden herum! Wo kommt denn der bitte her, oder wird? Unglaublich. So, wo ist die nächste Welle? Ist gewesen, immer da, glaube ich, ja, gell? Geh down, geh down! War nur ein Goldi, wo ist der? Oh, 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 oh. Hier vorne! Ich brauche ein Medipack ganz dringend. Puh, wie kriege ich denn jetzt da weg? Was mache ich da jetzt am besten, ha? Brenngas, Blendgranate,
EMP-Granate, Schockgranate. Wieder im Opport von dem Zeug. Will ich selber reinlaufen? Nein, kann ich nicht, natürlich. Eh klar. Jawohl, 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 das hat er mal ein bisschen gezogen da jetzt. Komm du rauf, geh runter. Jawohl. Huhuhuhuhuhu. Hat doch ein bisschen gedauert jetzt, ha? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und dabei geht's jetzt einfach. Einfach alles nutzen, was man hat. Fliege an der Wand. Und runter. So, schau, oh, Murray Hill. Das ist schon eine andere Schwierigkeit. So, was haben wir jetzt da? Aufklärungsdaten. So, sagen Sie es bloß keinem, na dann. So, was haben wir? Also, wir können jetzt ins nächste Safe House gehen. Wo wir eigentlich brauchen ein bisschen Entspannung nach dieser Session wieder. Mann, oh Mann, die hat wieder gezogen, unglaublich. Aber wie ist es so? Oder kann man Operationsbasis checken? Nein, bringt auch nichts, weil ich brauche 1000 Punkte, um hier was weiterzumachen. Ah, Moment, das Equipment kann man checken. Da hat es was Neues gegeben, und zwar Stufe 24 L86 LSW. Ich bin kein Fan vom LMG, es nutzt einfach nichts. Schauen wir mal. Naja, macht schon mehr Schaden. Schaden pro Minute ist aber schlechter. Reichweite besser, Präzision ist. Was? Die Präzision ist besser, wenn man. Moment, du musst jetzt mal ausrüsten. Das muss ich mal testen da jetzt. Ah, ein bisschen verpackt ist sie. Ja, muss ich wirklich sagen, das finde ich wirklich. Ja, die nehmen wir. Die ist wirklich besser. Die gefällt mir wirklich besser. Jetzt rennen wir von der Handhabung. Und vor allem, die ist halt wirklich schon so ein bisschen so. Ja, spielt so Knarre, nutzt ja nichts. So, Waffe zerlegen. Das ist einfach die ganzen Mods runter, dann sind wir es gekannt. Zack, weg ist sie. 90 mag ich nicht, und da wollen wir jetzt mal die Mods aufbauen, was wir haben wollen. Also Mündung, Gewehrschalldämpfer Omega. So, aus 8,5 mindert die Bedrohung, 8 vermindert die Bedrohung, kritische Trefferchance. Mündungsfeuerdämpfer 8,5 Präzision, ist auch nicht schlecht. Ist halt laut, aber es soll nicht laut sein, ist doch egal. Sie ist scheppern, sie krachen. So, 15% Stabilität. Macht auch Sinn. Also das wird ja fast ein Scharfschützengewehr, wenn man so weiter dann. Nachladetempo, kritische Trefferchance oder was haben wir noch? 16%, 14,40 Feuergeschwindigkeit. Na, machen wir das. Da wieder das Design drauf.
Wenn man schon mal so neue Designs geben würde, wenn man welche finden würde. ACOG kommt auch wieder drauf. Man hat da optimale Reichweite, Präzision, Kopfschussschaden. Nein, das brauche ich nicht. Weil du das drauf, glaube. Oder. Das ist eine gute Frage, was da gescheit ist, gell? Also mit. Na, gib ihm schon die, so die zwei Funktionen. So, gut so, neue Knarre haben wir. Dann, was haben wir da bekommen? Weste. Schlechter. Aber es bringt jetzt schon viel, viel mehr Sachen, gell? Obwohl das da 25.000 Lebenspunkte sind schon knappe 2.800 mehr, ungefähr 2.600, 500. Naja, ist die Frage, gell? Ist die Frage, was haben wir da? Das wird auch mal zerlegt auf jeden Fall. Auch wenn das nur grün ist, ja? Auch wenn es nur grün ist. Also warte, jetzt muss ich mal schauen. Wie schaut es jetzt bei den Waffen aus mit dem Talent? Siehst du das? Da was man für ein Talent braucht, denn die wieder. Die braucht 585 Schusswaffen. Die bringt mir schusswaffentechnisch gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Bringt mir aber da ein bisschen mehr. Dann haben wir da, was brauche ich? Ich brauche eine Schusswaffe. Da haben wir 124 Schusswaffe mehr. Na. 147, 137. Gut, Slege und Slege. So, was haben wir da? Knieschoner. Oh, da haben wir was, oh, da haben wir was Schönes bekommen. Jawohl. War 25er sogar schon. Na, 4. Die kommen weg. Und die nehmen wir her, auch wenn es da wieder. Ja, es macht mir jetzt schon wesentlich mehr. Lebenspunkte und Lebenspunkte sind nicht schlecht. So, ein bisschen Schusswaffe brauche ich noch. Ein bisschen Schusswaffe. Da haben wir was, scharf, 531. Sieht man da ein bisschen was ab, ist aber nicht viel. Pistolenschaden, Hilfsposten, LP. Wurscht, weg damit. So, jetzt müsste das Talent, dann nehmen wir nicht was. 585, 531, ah Mann. Rucksack haben wir, einen 24er bekommen in Blau. Macht man da mehr? Macht da. Ja, der wird mir die Schusswaffen genau dahinter, wo ich es brauche. Dafür hat er einen Modplatz frei. Das heißt, damit tun wir den Mod bei dem mal raus. Und nehmen wir den und schauen, wie viel einen Schusswaffen-Mod habe. 20 ist wenig, 12 wenig. 20 ist zumindest schon besser wie nichts. Wo ist er? Da war er. Oh, der macht mir keine Nummer mehr. Den kann ich überhaupt weg tun. Zack. Kann ich den eigentlich auch weg tun? Oder was macht der? In Brand, ballistischer Schild, LP, weg damit. Das ist die große Preisfrage, was nehmen wir da auf der anderen Seite? Munitionskapazität, Moment, Munitionskapazität hat die auch noch, Haftgranatenschaden, Suchermine, Explosionsart, kritische Fertigkeit, Eile. Ah ja, das ist eigentlich wurscht, dann nehmen wir den. Und dann müsste ich jetzt die Schusswaffe haben, ach, das fehlt mir da oder was? Was fehlt da jetzt wieder? Da fehlt Energie, aber das ist ganz wenig und Energie, die kann ich mit sicher irgendein, also jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich nichts mehr, wo ich eine Erweiterung reinbauen kann. Na, es ist echt zum Heulen. Es ist echt zum Heulen. Wisst ihr, das macht es falsch. Warte mal, die Mods da mal raus da. So, das passt. Und da. Ja, das bringt kein was. Gut, es hat die LMG da ein bisschen mehr, aber halt mein. Also dieses freigeschaltetes Talent und da, der hat man nicht, der braucht.
Er braucht jetzt einfach ein bisschen Energie. Nicht viel, ich habe 4 Punkte. 4 Punkte Energie. Mann, kann man das irgendwie herzaubern? Irgendwie herzaubern, wisst ihr nicht wie? Wurscht, wird schon was, werden wir schon mal kriegen. So, gut. Große Frage ist, gehen wir jetzt das Safe House zu entsperren? Da ist also ein Nebeneinsatz. Den könnte man mitmachen. Da ist ein Kampfeinsatz, den könnte man mitmachen. Was bringt denn Nebeneinsatz eigentlich? Einsatzbelohnungen, Blaupause, Ausstattungsobjekt. Ja, da gehen wir mal hin. So, wurscht, schauen wir uns an. Warum denn auch nicht? Was haben wir jetzt für Sachen mit? Das Schild, das kann ich auch wieder umbauen. Da mache ich mir mal, da mache ich wieder mal Suchermine rein. Was hast du für Talent gehabt bei. Ah, sehr wurscht. Na, das ist überhaupt das Soundproblem zu gehen, weil ich höre die ganzen Sachen nicht mehr, die da jetzt laufen. Aber ich sehe, wo ich weiß nicht, um was geht. Müssen wir schauen, ob natürlich auch hier die Waffe einen Sound hat. Auf jeden Fall ist sie ordentlich laut. Leistiger Magazin ist auch ganz angenehm. Mal schauen, dass meine Sucherdrohne wieder fahren. Sieht ganz cool. Nachschub verteidigen. Wo geht's hin? Zuerst geht's in die Richtung. Hin und her Lauferei. Wow, 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 wow. Ganz einen bösen Rückschlag, die Knarre. Oh! Kommen direkt raus hier. So richtig viel Energie zieht die auch nicht ab, diese Supergranate da. Ich sollte es mal umstellen auf, nicht dass es sie aufsplittet, sondern einfach als Ganzer für Wirbel sorgt. Ist halt abgeschlossen, Übertragung abbrechen brauche ich nicht, weil ich höre sowieso nichts. Oh, Hochleistungshandschuhe. Warte mal, vielleicht ist das was dabei, was mir ein bisschen Energie gibt für meine Fertigkeiten da. Ach. So, 24er macht man. Ja, macht ein bisschen mehr, aber was macht es da? Pistolenschaden, Schrot von hinten Schaden. Oh, das ist deppert. Ach, wurscht, auch schon erledigt. Bin ja nicht ganz so die Rolle, was wir da bekommen. Das ist irgendwas Neues. Schrotflinte mag ich nicht. Und den mag ich auch nicht.
Weg damit. Oh, Level 25 erreicht. Das ist aber schön. Moment, Level 25, da hatten wir doch was mit. Und zwar hier, glaube ich, oder? Nö, doch nicht. Level 25 habe ich doch irgendwo was mitgehabt. Da war es schon. Was macht das? Das macht gar nichts. Das macht man da sogar weniger. Ja. Ah, weg. Ah, aber ich habe im Moment, habt ihr gesehen, das Talent ist hier freigeschaltet bei beiden Waffen. Ich habe doch irgendwas gehabt, was mir ja durch Schusswaffen-Upgrade gebracht hat. Sehr gut, jetzt haben wir wieder alles voll aktiv. So, hier gleich ein Kampfeinsatz um die Ecke, den schnappen wir uns auch gleich. Da haben wir gerade so richtig in Fahrt. Und hepp. Bereich von uns Freunden säubern, machen wir doch gern. Oder nicht? Ach, da war doch schon mal. Ah, das war der Einsatz, den ich geschafft habe. Genau, da bin ich draufgegangen. Also eigentlich nicht ich, sondern der, den ich beschützen hätte sollen, ist draufgegangen. Oh, da stockt es da aber ganz böse. Ah, mit dem muss man auch fast Einzelschuss schießen, aber dann ist es wirklich eine gute Knarre. Es wird laut. Aber die Gegner sollen ruhig da wissen, dass ich da bin.